Was geht, liebe Damen und Herren? Ich bin wieder zurück und es wird dunkel, richtig. Ich habe vergessen, schlafen zu gehen zwischen den Aufnahmen. Ich wollte eigentlich schlafen gehen, aber das können wir jetzt auch am Anfang der Aufnahme machen, right? Das tut ja keinem weh. Das können wir doch machen. Mach die Tür zu. Oh, jetzt habe ich hier gleich fürs Glätt stehen. Damn it. Damn it. Da, 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 da. Was ist eigentlich für ein geiles Lied, das wir gerade schon wieder hören? Ah, das ist auch wieder Gianna Sisters, glaube ich. Ne, ich muss dringend mal Gianna Sisters spielen, habe ich das Gefühl. Glaube schon. So, ich muss mal kurz reinkommen. Wo haben wir denn aufgehört hier? Ein, zwei Tage schon wieder nicht aufgenommen und schon alles kaputt im Kopf. Wir wollten hier einen Weg bauen, aber nein, das haben wir eigentlich nur gemacht, um Sand zu farmen für Sandstein. Und Sandstein brauchten wir hier für das Dach. Okay, perfekt. Dann machen wir doch da einfach direkt weiter. Hier ist noch kein Knopf. Perfekt. Sehr gut. Wundervoll. Ja, Leute. Gianna Sisters, ne? Gianna Sisters. Ich habe die Games sogar rumliegen, weil... ich hätte gar nicht zum... Doch, ich hätte da wohl hingehen müssen. Weil Amazon die irgendwann mal fährt... Hallo? Hotel? Ich glaube, mein Shortcut gerade nicht funktioniert. Ah, weil ich Steuerung gedrückt habe, ich voll Idiot. Lul. Gerade war ich leicht verwirrt. Aber passt, wir kriegen das hin. So. Ja, Leute, Gianna Sisters müsste ich eigentlich mal spielen, ne? Wie gesagt, ich habe die Games sogar rumgammeln. Also, wenn ihr Bock hättet auf so ein zukünftiges Let's Play irgendwie zu Gianna Sisters, Twisted Dreams oder so zum Beispiel. Das sind ein etwas moderneres Spiel. Ne? Also, ich will jetzt nicht das Original vom C64 spielen, so. Das. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das brauche ich jetzt dann nun auch nicht. Aber so die neueren Ableger, zum Beispiel eben Twisted Dreams, ich weiß gar nicht, ob das der neueste ist, ob es danach nochmal irgendeinen gab, weil das ist auch schon PS3-Zeit, glaube ich. Also das ist nicht nagelneu jetzt, sagen wir es mal so, ne? Aber da hätte ich eigentlich schon mal Bock drauf, weil das sind Games, die sahen immer ganz cool aus. Ich habe damals tatsächlich auf dem C64-Emulator zum Teil auch das erste Gianna Sisters gespielt, was damals ja im Endeffekt einfach nur ein billiger Mario Bros. Klon war, wenn man ganz ehrlich ist. Auch wenn man unehrlich ist, ist es das einfach, ne? Ist halt so. So ist diese Reihe damals entstanden. Aber hat sich dann später doch so ein bisschen zu was Eigenem entwickelt und hat halt vor allem halt sehr coolen Soundtrack. Und ich muss sagen, den mag ich sehr gerne. Den Gianna Sisters Soundtrack oder die Musik, die Theme-Musik, wie auch immer man es nennen möchte. Und das, was wir eben da gerade gehört haben, ist, glaube ich, relativ safe auch aus Twisted Dreams, meine ich. Von daher, ja, ich hätte da schon Bock drauf eigentlich. Also, wenn ihr sagen würdet, man könnte das mal auf eine zukünftige Projektliste drauf kloppen, dann schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Bock darauf hättet, ne? Wie gesagt, Twisted Dreams oder sowas würde ich dann vielleicht schon mal spielen. Ja. Ansonsten, Leute, apropos geile Musik, ne? Ich habe jetzt in letzter Zeit tatsächlich wieder ein bisschen mehr angefangen, Linkin Park zu hören. Ja, ich rede mal über andere Musik außer Taylor Swift. Ne? Das ist auch mal wirklich hier was ganz Neues für mich, ich weiß. Aber muss auch mal sein. Und zwar, es werden vielleicht einige von euch, also was heißt einige, alle von euch, die Linkin Park irgendwie verfolgen, werden das mitbekommen haben. Einige von euch, die es nicht tun, werden es vielleicht trotzdem mitbekommen haben. Linkin Park ist wieder back, Leute. Die sind wieder am Start und ich bin doch schon sehr happy darüber. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich immer der größte Fan von denen bisher war oder die am aktivsten verfolgt habe oder am aktivsten gehört habe, die Musik. Ich muss mal wieder aufs Dach kommen gerade. Aber ich habe die immer sehr enjoyed, immer. Und einige Tracks immer wieder auf meinen Playlists so drauf gehabt quasi, die ich so hoch und runter gehört habe quasi. Und jetzt fange ich halt auch mal wieder ein bisschen mehr an, mir die ganzen Alben so am Stück durchzuhören quasi. Ich glaube, ich habe nie von denen die Alben so am Stück durchgehört. Das ist ja auch eine Art und Weise, Musik zu konsumieren, was man heutzutage irgendwie kaum noch macht, ne? Seit man so dieses ganze Musikstreaming-Gedösel hat, wer hört wirklich noch Alben, wie sie von den Musikern released werden quasi? Ne, gefühlt eh alles nur noch Singles und einzelne Songs quasi, was dasselbe ist. Wow, ich bin gut. Ich habe gerade Singles übersetzt. Ne, was so released wird, was dann halt quer durch die Decke geht mit irgendwelchen Charts und so weiter. Und das ist ja alles schön und gut. Aber irgendwie so ein ganzes Album zu hören, auch zum Teil
ne, ich meine, je nach Artist wahrscheinlich, aber haben die halt auch irgendwie so einen zusammenhängenden Vibe, so eine Storyline irgendwie, ne, die die irgendwie verfolgen. Das hat schon irgendwie, hat einfach was. Na, das ist schon irgendwie nochmal eine besondere Art von, ja, davon, damit dieser Musik irgendwie umzugehen, weiß ich nicht, ob man versteht, was ich meine. Aber ich mag das eigentlich. Naja, jedenfalls habe ich jetzt eben dann mal wieder angefangen, ein bisschen mehr, oder was heißt, ne, ja, ein bisschen mehr Linkin Park gezielt auch zu hören, abseits von meinen ganzen random Playlists eben. Weil ja, die sind wieder weg, Alter. Seit 2017 waren die ja quasi, wie nennt man das? Im Urlaub. Nein, das ist jetzt ein schwieriges Thema, da sollte man jetzt nicht so drum scherzen tatsächlich. Haben die auf jeden Fall nicht mehr aktiv, waren sie nicht mehr aktiv, waren quasi in Pause, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Natürlich dramatischer Grund, weil der Leadsänger Chester Bennington sich damals eben 2017 selbst das Leben genommen hat. Was, ja, echt übel ist. Und was ich damals nicht wirklich mitbekommen habe, damals war mir, muss ich sagen, da habe ich, der Punkt ist 2017, das ist für mich so eine Zeit, so ein Rahmen, wie auch immer, da war Musik halt für mich das, was man im Radio halt mal gehört hat irgendwie, ne? Da habe ich das noch nicht wirklich gezielt gehört. Ich hatte damals kein Spotify, was auch immer, Musikstreaming oder sowas, ne? Das war mir damals, oder ich habe glaube ich damals 2017 gerade erst so mit Spotify angefangen. Sagen, ich habe mich damit auch damals nie wirklich beschäftigt. Das heißt, ich wusste zum Beispiel zum damaligen Zeitpunkt nicht mal, dass es eine Spotify-Free-Version gibt. Für mich war das einfach immer so, ah ja, Streaming, brauchst ein Abo. Deswegen habe ich mich da, wow, alter Vater, damals gar nicht erst so richtig mit beschäftigt. Und im Endeffekt hatte ich einfach, ja, dann an Musik halt so das, was ich im Radio gehört habe, was ich vielleicht mal ein bisschen auf CD irgendwo hatte, aber das waren extrem wenige Sachen. Das sind bis heute extrem wenige Sachen. Und demnach war mein, nicht Musikgeschmack, sondern wie sagt man das, mein Wissen da einfach sehr eingeschränkt, sehr begrenzt. Oder mein Horizont, so, sagen wir es so, mein Horizont, was dieses Thema angeht, war sehr beschränkt. Deswegen habe ich das vielleicht irgendwie am Rande mitbekommen, aber es hätte mich jetzt nicht irgendwie wirklich, ist aber explizit getroffen. Ich hatte zu diesem Menschen quasi nie irgendeine Art und Weise in der Verbindung, weder zu ihm noch zu seiner Musik. Von daher, ja, ging das damals an mir relativ vorbei. Ne? Ich meine, man kennt das vielleicht heutzutage. Es steht andauernd mal in den Nachrichten, irgendeine berühmte Persönlichkeit ist gestorben. Aus welchen Gründen auch immer. Und in den meisten Fällen denke ich mir so, ja, gut, wer? Das soll jetzt gar nicht respektlos oder sowas in der Art klingen, aber es ist halt einfach ein Fakt, dass ich die meisten, die von denen man da so hört, zum Glück nicht kenne. Ja, ist auch, glaube ich, gut so, weil ansonsten, wenn das dauernd Leute oder auch Celebrities eben wären, die ich kennen würde, würde mich das, glaube ich, schon mitnehmen / abfucken, wenn die alle abhimmeln. Und auch das ist jetzt, das klingt sehr blöd, aber ich hoffe, man versteht, was ich meine. Von daher. Ja, so viel dazu. Ich wollte da gar nicht so lange eigentlich jetzt, what the fuck, ich wollte da gar nicht so lange drüber reden, eigentlich so ausführlich. Oder was heißt ausführlich, aber so drauf eingehen. Auf diesen Bereich des Themas. Aber ja, jedenfalls, habe ich damit quasi nie wirklich was am Hut gehabt im Endeffekt. Von daher ging das ein bisschen an mir vorbei und ich habe das erst im Nachhinein so ein bisschen dann nachvollziehen können oder nacherlebt quasi, was da passiert ist oder recherchiert, was da passiert ist und auch was das für ein Mensch war und ja, wie der da entsprechend, wie sein Leben da entsprechend aussah. Kacke. Ja, kacke war es auch. Aber das dazu. Und jetzt haben sie eben tatsächlich angekündigt, dass sie wieder back sind. Mit einer neuen Frontsängerin tatsächlich. Emily Armstrong übernimmt quasi. Wobei das blöd klingt, weil
sie übernimmt, wenn man jetzt sagt, sie übernimmt für Chester Bennington, das klingt so, als würde sie ihn ersetzen. Und im Endeffekt, das werden euch natürlich auch alle Linkin Park Fans immer wieder erzählen, den kannst du nicht ersetzen. Also, so viel ich gerade gesagt habe, dass ich da im Endeffekt nicht wirklich drin war oder wie auch immer, kann ich euch jetzt genauso gut sagen, dass der eine ganz besondere Stimme hatte, auch im Zusammenhang mit den Liedern, die sie gesungen haben, was die Themen und so weiter angeht, die da diese Themen, die diese Songs quasi behandeln. Von daher, ja, das kannst du nicht ersetzen. Das ist wirklich, ja, das merkst du auch, wenn du jetzt die alten Songs quasi hörst mit der neuen Frontsängerin, Leadsängerin, wie auch immer. Dann merkst du das tatsächlich auch, dass es nicht ganz passt. Aber ich bin super happy, dass die jetzt back sind tatsächlich, weil das gibt mir im Endeffekt auch die Möglichkeit, die irgendwie mal live zu hören. Ne? Weil da hatte ich tatsächlich schon mal richtig Bock drauf, diese Songs live zu hören oder diese Band live zu hören. Von daher, ja, bin ich da tatsächlich sehr happy drüber. Ja. Und ich habe mir jetzt, die haben auf YouTube dann einen Livestream quasi gemacht, wo sie halt das angekündigt haben und so weiter und halt dann auch so ein kleines Live-Konzert quasi gegeben haben, wo sie halt einerseits dann die den neuen Song gespielt haben, den sie jetzt dann, oder ja, eine neue Single gespielt haben von ihrem nächsten Album, was From Zero heißen wird, was glaube ich das 8. Album der Band dann quasi ist, was sie dann eben jetzt entsprechend zusammen mit der neuen Sängerin Emily Armstrong gespielt und aufgenommen haben und eben aber auch, ja, wie sagt man das jetzt, also ich möchte nicht sagen für sie geschrieben haben, aber das ist halt ein Song, der wurde, ne, mit ihr in mind geschrieben quasi oder auch komponiert, und das merkst du, ne? Denn sie haben jetzt eben da dann halt zuerst diesen neuen Song gespielt. Wie heißt der? Irgendwas mit Machine oder sowas in der Art. Oder. Emptiness Machine. Die Emptiness Machine. Ich glaube, so hieß er. Ist noch relativ neu. Ich habe ihn jetzt noch nicht so krass oft gehört. Von daher habe ich den Namen und sowas noch nicht so ganz drin. Sorry. Aber ich glaube, der heißt die Emptiness Machine. Und den finde ich richtig gut. Der hat auch irgendwie diesen Linkin Park Vibe. Also, mega geil. Geiler Song. Und da muss ich sagen, finde ich Emily Armstrong richtig, richtig stark auch drin. Klingt richtig gut, hat richtig gute Vocals und passt da einfach richtig gut rein. Und da passt sie auch mit Mike. Wie war sein Nachname? Oh mein Gott. Ja, ne, da Fake-Fan. Aber ja, ne, der andere Kollege aus Linkin Park halt eben, ne? Tut mir leid, ich habe gerade einen Blackout, ich kenne den Namen eigentlich, aber er heißt Mike. Jetzt heißt er Mike. Also, er heißt sowieso Mike, aber ich habe den Nachnamen vergessen. Irgendwas mit H, glaube ich. Naja. Blackout. Shit happens. Genau. Finde ich, passen ihre Vocals da auch mit ihm richtig, richtig gut zusammen und harmonieren richtig gut. Und dann haben sie eben danach aber halt auch so circa eine Stunde lang halt Songs von, ja, den früheren Linkin Park quasi gespielt, die eben dann normal auch von Chester, oder ne, früher halt von Chester gesungen wurden. Und da muss ich sagen, bei manchen Songs würde ich sagen, ja, klingen echt gut, total top. Also ja, im Endeffekt waren die alle top, ne? Also kannst du dir easy so anhören. Aber gerade wenn du es halt dann im Vergleich mit den Recorded Versions aufsetzt, die dann halt eben mit Chester aufgenommen wurden, merkst du halt doch einen Unterschied und dass das halt nicht so klingt, wie man es gewohnt ist. Das liegt zum Teil daran, dass sie bei manchen Songs, die sie dann live gesungen haben, den Key gechanged haben. Also das Ganze ein bisschen, ich glaube, teilweise anderthalb Schritte höher gespielt haben oder gesungen haben. Als das ursprüngliche Recording quasi, oder der ursprüngliche Song quasi war, damit es halt zu den Vocals von Emily besser passt, nehme ich einfach mal an, oder für sie angenehmer zu singen ist, oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung davon, ich nehme einfach nur an, dass das der Grund sein wird. Aber ja, das merkt man dann schon, dass es irgendwie ungewohnt klingt. Ich meine, vielleicht ist es auch einfach nur ungewohnt und im Endeffekt gewöhnt man sich irgendwie dran. Wahrscheinlich, mit Sicherheit.
Ich denke auch tatsächlich, dass wahrscheinlich Emily Armstrong, wenn sie noch öfter diese Songs auch live singt, da noch irgendwie besser reinkommen wird oder reinpassen wird in Zukunft. Das ist jetzt meine vorsichtige Behauptung. Aber ja, da merkt man das halt dann eben, dass es anders ist als das Recording und halt irgendwie auch einfach nicht ganz richtig klingt. Bei anderen Songs würde ich behaupten, die klangen echt gut. Also sie haben Lost, haben sie kurz gesungen. Den fand ich zum Beispiel, der klang richtig gut. Wo es mich halt ein bisschen, was das gestört hat, wo es mir halt irgendwie aufgefallen ist, dass es irgendwie nicht richtig klingt, war zum Beispiel, als sie Numb gesungen haben. Das war irgendwie nicht ganz passend irgendwie. Und das sind, da ist mir halt auch aufgefallen, dass irgendwie ihre Stimme teilweise mit der von Mike halt nicht so ganz top harmoniert hat. Ja, das ist jedenfalls meine Empfindung bei dem Ganzen gewesen. Von daher bin ich jetzt mal sehr gespannt auf das neue Album dann tatsächlich und was Linkin Park dann eben jetzt mit Emily zusammen machen wird. Weil ich glaube, wenn das eben Songs sind, die halt, ja, wie gesagt, mit dem Gedanken geschrieben sind, dass sie das singt, beziehungsweise halt ne, für mit ihr geschrieben sind, wie auch immer, mit ihr komponiert sind, dann werden die, glaube ich, nochmal deutlich geiler sein. Dann harmonieren die richtig gut. Also wie gesagt, die Emptiness Machine fand ich jetzt bisher schon mal richtig stark. Und daher, ich habe da richtig Bock auf das neue Album tatsächlich. Ja, und höre jetzt halt so ein bisschen die alten Alben mal alle komplett durch, Stück für Stück. Oder was heißt Stück für Stück, ne? Ich habe da keine Reihenfolge. Ich habe, glaube ich, mit Mills to Midnight angefangen. Dann bin ich zu Hybrid Theory rüber. Und dann habe ich jetzt gerade, was habe ich jetzt gerade am Laufen? Meteora oder wie das heißt? Meteora heißt das, glaube ich, oder? Ja, doch irgendwie so in der Art. Ja, habe ich das jetzt quasi. Gerade. Höre ich das jetzt gerade? Von daher also keinerlei chronologische Reihenfolge oder ähnliches. Aber ja. Habe ich trotzdem Bock drauf. Jo, und dann haben sie halt auch angekündigt, dass sie wieder auf Tour gehen. Wie heißt die Tour? Nennen sie die auch einfach From Zero Tour oder so? Ich weiß nicht genau. Es ist auf jeden Fall, scheiße. Digga, fick dich. Danke. Haben sie jedenfalls bisher extrem wenige Dates für angekündigt. Ich glaube, es gibt nur 6 Termine oder sowas in der Art, die aber dafür all over the world sind. Also, sie spielen von Südkorea über USA und Deutschland und UK wirklich irgendwie quer durch. Aber halt nur an 6 verschiedenen Dates, also auch nur an 6 Standorten quasi. Was natürlich jetzt echt nicht so viel ist. Aber ich meine, sie spielen in Deutschland. Also theoretisch in Hamburg, um genau zu sein. Ist schon relativ bald. Ich glaube, 22. September oder so. Also rein theoretisch könnte ich mir das geben. Falls ich dafür Karten bekommen würde. Das ist ja so ein anderes Thema. Was wahrscheinlich nahezu unmöglich sein wird auch. Aber ich meine, man könnte es jedenfalls probieren. Ich muss sagen, da bin ich aktuell echt am Überlegen, ob ich da einfach mal Bock drauf hätte, ne? Mir Karten für Linkin Park zu holen. Jetzt schon direkt so erste Tour, wo sie wieder am Start sind. Und dann nach Hamburg zu gurken für. Ich meine, Hamburg ist jetzt wirklich nicht um die Ecke. Das muss man halt schon sagen. Von daher weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, Bruder. Wenn allein nach Hamburg zu fahren, da bist du, glaube ich, erstmal den ganzen Tag unterwegs. Und dann brauche ich da ein Hotel. Yo, und dann muss ich noch wieder zurückfahren. Au, oh, warte mal, shit, ich glaube, der 22. ist ein Sonntag. Ne, ich glaube, das Konzert ist sonntags. Das vergesse ich nicht. Sonst müssen wir noch einen Tag Urlaub nehmen. Das könnte ich theoretisch machen, nämlich nur einen Tag Urlaub. Ja, weiß ich nicht, Leute. Schreibt es in die Kommentare, ob ich das machen soll. War einer von euch mal bei einem Linkin Park Konzert? Dann gibt Tipps. Weiß ich nicht. Ich hätte schon irgendwie Bock drauf. Weil ich glaube, das ist Musik, die live zu hören, ist auch schon was ganz Besonderes. Ich meine, ja, es ist natürlich jetzt mit Sicherheit was anderes. Das mit Chester live zu hören, ist, glaube ich, das wäre echt bombastisch gewesen. Das ist natürlich was anderes. Aber ey, es sind trotzdem noch dieselben Songs irgendwo. Und ich hätte da schon irgendwo richtig Bock. So. Genau. Das dazu.
Also ja, mein Spotify, nein, nicht Spotify, ich habe ja YouTube Music. Mein YouTube Wrapped oder wie auch immer man das bei YouTube dann nennt, wird dieses Jahr, glaube ich, richtig kaputt sein. Oder? Was heißt, nein, eigentlich nicht. Eigentlich sieht es genau gleich aus wie jedes Jahr, nur die Tendenzen verlagern sich ein bisschen, ne? Ich habe jedes Jahr wirklich dieselben 5 Künstler in meiner Top-Dings drin. Ne? Wahrscheinlich, weil ich auch einfach nur ein ganz langweiliger Typ und immer dieselben Playlists höre, nämlich meine eigenen. Und deswegen auch immer nur dieselben Songs halt. Oder beziehungsweise dieselben Artists. Weil ich meine, ich wechsle eigentlich im Prinzip nur ab, ob ich mal ein Artist-Radio auf YouTube Music quasi anschmeiße. Oder ob ich mal meine Playlist höre, wo alles random ist, oder ob ich halt mal ein bestimmtes Album wie von irgendeinem Artist raussuche und das halt höre. Das ist eigentlich so das Einzige, was ich quasi so die ganze Zeit durchwechsel bei meinem Musikgeschmack oder meinen Musikhörgewohnheiten, wie auch immer man das jetzt nennt. Und von daher sind das eigentlich immer so ziemlich dieselben. Ne, da kommt selten was Neues dazu. Und ich meine, ganz oben mit dabei, ich denke, das kann man sich jetzt denken, wenn man mich schon ein paar Mal hier irgendwie mir schon ein paar Mal hier zugehört hat. Ganz oben mit dabei ist halt immer Taylor Swift. Ne? Klare Sache. Und dann kommt relativ schnell, glaube ich. Das bin ich jetzt gar nicht ganz sicher. Was ist immer so auf Platz 2? Es könnte sein, dass Lana Del Rey letztes Mal auf Platz 2 war. Also der Punkt ist, Platz 1 steht immer fest. Platz 1 ist immer Taylor Swift. Bisher. Ist immer so gewesen bisher. Ne? Und die Plätze 2 bis 5, die wechseln sich dann immer so ein bisschen ab. Die rotieren so ein bisschen durch, aber es sind eigentlich immer dieselben. Ich glaube, letztes Mal war Platz 2 dann Lana Del Rey. Dann war Platz 3, weiß ich jetzt echt nicht mehr. 3 bis 5 ist jetzt, keine Ahnung, ob die jetzt diese Reihenfolge hatten, die ich jetzt sage, oder ob es eine andere ist. I don't know, who cares. Jedenfalls kommt da irgendwo dann Linkin Park mit drinne vor. Tattoo kommt da mit drinne vor. Und was war jetzt die Nummer 5? Habe ich jetzt spontan tatsächlich vergessen. Ist ja peinlich. Habe ich jetzt spontan tatsächlich vergessen? Auch noch irgendwas Popmäßiges auf jeden Fall. So viel weiß ich. Das könnte Miley Cyrus gewesen sein. Nee, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, Leute. Shit, Mann. Muss ich jetzt direkt eigentlich mal reingucken. Weil das will ich jetzt schon. Will ich jetzt eigentlich schon wissen. Dang it. Das heißt wieder blöd. Das ist ja jetzt wieder blöd. Na, komm. Ja, von daher, die rotieren halt quasi immer einfach die ganze Zeit nur durch, aber es sind im Endeffekt immer dieselben. Und da ist jetzt aber halt dann der Punkt, dass Linkin Park dieses Jahr wahrscheinlich dann ein bisschen weiter oben mit dabei ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt auf Platz 2 landen. Weil, ja. Jetzt höre ich da halt von denen mal die ganzen Alben durch. Die haben 7 Alben oder sowas bisher. Da kommt dann schon ein bisschen was zusammen. Wieso? Ich probiere hier so ein Giebelfenster irgendwie reinzubauen. Ach, warte mal, das darf ich nicht machen. Das darf ich obviously nicht machen, weil ansonsten kriege ich da kein Glas mehr rein. Das dürfte einigermaßen klar sein. Okay, wisst ihr, was jetzt Leute sind, das wirklich jetzt aber trotzdem. Ich gucke mal ganz kurz, was in meiner Top-Liste drin war. Haha, ich hab's gefunden. Es war natürlich Avril Lavigne oder wie auch immer man ihren Nachnamen ausspricht. Ich finde das ganz, ganz anstrengend, ihren Nachnamen. Avril Lavigne. Lavigne. I don't know, aber die auf jeden Fall. Ne? Die habe ich auch sehr gerne gehört dieses Jahr bisher. Auch ein paar sehr, sehr geile Songs. Now let me. Don't screw this up.
Let me not screw this up, so. Genau, also das sind im Endeffekt so immer dieselben fünf, die sich da quasi abwechseln. Andere sind dann halt weiter hinten dran, die dann so vereinzelt immer am Start sind, ne? Wie gesagt, da sind sowas wie Miley Cyrus oder so zum Beispiel mal dabei. Aber, jo. Das ist dann wirklich immer nur vereinzelt. Was habe ich hier gebaut? Ja, schreibt mir da gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch so aussieht. Thema Musik. Was ihr so hört, was bei euch immer so in den Top-Listen ist, ob das bei euch wirklich jedes Jahr komplett durchwechselt und ihr immer was anderes irgendwie da besonders viel hört oder. Ja. Das würde mich einfach mal interessieren, tatsächlich. Also haut das gerne mal in die Kommis.